Für den FC Bayern geht es jetzt auch in die spielerische Vorbereitung. Das erste Testspiel gegen DC United in Washington im Rahmen der Audi Summer Tour in den USA. Der FC Bayern in den roten Trikots hat einiges machen lassen, wenn man das chirurgisch ausdrücken möchte. Viele Neuzugänge. Die erste Chance hatte dann aber Serge Gnabry in der 6. Minute, aber eingeleitet von einer starken Grätsche von Masraoui. Und die anderen beiden Neuzugänge sollten jetzt in Erscheinung treten. Davis sieht Gravenberch in der Mitte, der zu Sadio Mane und Romo, der Keeper von DC, der machte sich gefasst auf einen arbeitsreichen Mittwochabend, Ortszeit. Bayern aber sehr fokussiert, sehr konzentriert. Das erste Testspiel ist ja immer irgendwo eine Standortbestimmung. Und wenn sie jetzt schon dastehen, wo sie hier angefangen haben, immer in Anbetracht natürlich des Gegners, dann ist das schon ordentlich. Romo mit der nächsten guten Parade. Wie gesagt, er war richtig beschäftigt. Keine halbe Stunde gespielt. Es war das Spiel auf ein Tor. Gravenberch, Serge Gnabry, Superpass, Coman kommt erst nicht durch, setzt nochmal nach und macht dann in der 29. Minute das überfällige 1:0. Mané lässt noch durch und Coman im Nachfassen. Die Ketchupflasche war geöffnet, jetzt lief es einfach so raus. Müller 0:2, 37. Minute standesgemäß ging es damit dann auch in die Pause. Toller Treffer, Thomas Müller mit seinem linken Fuß. Von DC United nach vorne nichts zu sehen. Bisschen hatte man sich vielleicht erhofft, die Major League Soccer. Sie ist ja nach wie vor im Gange, aber der FC Bayern München ließ hier gar nicht zu. Mané in der 59. Minute mit der nächsten nennenswerten Möglichkeit, war ihm bislang aber noch nicht vergönnt. Sein erster Treffer für die Bayern. Romo, 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 der hatte richtig Spaß, kämpfte sich auch rein in diese Partie und dann mal DC United, knapp 22 Minuten vor dem Ende. Da bekommen sie es nur so halb bereinigt. Pavard schmeißt sich rein. De Ligt noch nicht dabei, ist ja erst kurzfristig nachgereist. Aber nochmal der Versuch vorne anzugehen. Davis hält den Fuß rein und bereinigt. Eine richtige Torchance kam so nicht zustande. Jetzt noch eine knappe Viertelstunde auf der Uhr. Die Bayern legten sich nochmal ins Zeug. Sadio Mané tat alles Erdenkliche, aber hatte seinen Meister heute gefunden. In Romo. Auch die Standardsituation nicht ungefährlich. Kimmich bringt den überragend rein. Und Lucas Hernandez macht das 0:3 in der 77. Minute. Da sieht der Keeper, der Gastgeber, mal nicht ganz so gut aus, sei ihm aber auch verziehen. Und weil wir das Spiel mit einer positiven Note beenden möchten, zeigen wir diese letzte Chance nochmal. Gnabry und vielleicht das Sinnbild. Toller Auftritt vom Mann zwischen den Pfosten. Dennoch ein vollkommen gelungener Testspielauftakt für die Bayern. Geht ja auch in gar nicht allzu langer Zeit dann gegen RB Leipzig im Supercup-Finale. So ist es ein ordentliches 3:0. Toller Auftritt. Chancenstatistik von 25:1. Das war deutlich.